Hello, hello Sunshine. Hi, ich bin zurück mit einer neuen Legung und zwar ein Gespräch mit ihm über dich. Ja, ich werde jetzt mal reinschauen in die Karten. Mit dem Licht- und Schattentarot lege ich heute, was dein Gegenüber, und du kannst jetzt mal entscheiden, wer das hier heute sein darf, über dich denkt, für dich fühlt, ob er dich vermisst, wie er eure Situation sieht. Ich werde mir alles angucken mit verschiedenen Decks, ne? Je nachdem, wie es passt. Und ihr kennt es, ich lasse einfach flowen. Meistens ist es so, dass sich die Legungen aufbauen. Also zum Ende hin wird es auf jeden Fall noch mal viel, viel intensiver. Ja? Am Anfang müssen wir erst mal gucken, worum es hier überhaupt geht. Und ich würde sagen, wir starten rein. Ja? Schau bitte, ob du in Resonanz gehst. Guck mal, ob das hier heute eine Legung ist, ob das passt. Wenn ja, dann wirst du es auf jeden Fall merken. Dann sagt dir deine innere Stimme die ganze Zeit, ja, das hier ist meine Story. Also, meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Oh, ich habe euch so lieb. Fühlt euch mal alle gedrückt von mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ansonsten für alle, die jetzt neu eingeschaltet haben, ihr seid herzlich willkommen im Team Sunshine. Das sind wir. Wir sind hier die Truppe, die versucht das Ganze, den ganzen Prozess, sagen wir es mal so, mit dem Gegenüber, ja, mit einem Lächeln zu nehmen. Eine andere Wahl hat man ja auch irgendwie nicht, ne? Also, wir schauen rein. Ich bitte um klare Botschaften. Klare Botschaften bitte für mein Team Sunshine. Was ist heute wichtig? Du denkst jetzt mal an dein Gegenüber, sag mal den Namen laut. Hol diese Person mal wirklich energetisch so richtig vor dein geistiges Auge. Und ich starte rein, ja? Ein Gespräch mit ihm über dich. Was möchte er zu Beginn sagen? Aktuell hat er ein Ziel und zwar Versöhnung, Gleichgewicht, ja? Er schaut hier mit den drei der Stäben, oh, ja, er hat es im Herzen, König der Kelche. Er ist der König der Kelche, der Mann, der am meisten im Gefühl ist hier im Tarot. Und er schaut wirklich darauf, dass er ja, mit dir wieder jo, auf einen Nenner kommt. Sagen wir es mal so. Ich habe das Gefühl, bei euch ist gerade ziemlich viel aus der Balance. Ja? Vielleicht habt ihr gerade Streit, es gab eine Diskussion, vielleicht hat der eine den anderen geghostet. Also ihr habt dann auf einmal nicht mehr zurückgeschrieben oder er hat dir nicht mehr zurückgeschrieben. Also quasi die Waage ist so aus der Balance geraten. Ja? Und er schaut hier mit den drei der Stäben. Darauf, man könnte auch sagen, er manifestiert das, das Problem hier zwischen euch zu lösen. Es gibt irgendein Problem zwischen euch. Und ihr müsst euch vorstellen, er sitzt so zu Hause auf dem Sofa und überlegt wirklich, ja, und er involviert in diesem Prozess wirklich auch sein Herz. Der überlegt, okay, wie könnte man das hier regeln, ja? Wie kann man das schaffen, dass wir hier vielleicht ein Gespräch führen? Wie könnte ich mich entschuldigen bei ihr? Ja, kann man das hier noch in Ordnung bringen? Aber ich habe eher die Tendenz zu ja. Also ich habe das wirklich so drinnen liegen, dass er sich das wirklich von Herzen wünscht, beziehungsweise dass es so auf Herzebene passiert. Ja, das möchte er sagen. Und wir haben hier das Wasserelement, Krebs, Skorpion, Fische. Also dein Gegenüber könnte dieses Sternzeichen haben oder als Aszendent. Und das ist das Hauptthema. Diesen Streit, dieses Problem zwischen euch zu lösen. Oh, und nochmal die zwei der Stäbe. Man plant. Du kannst dir jo, mal sicher sein, dass hier einer wirklich sich Gedanken macht. Ja, vielleicht hast du auch irgendwie deine Grenze aufgezeigt, ja, und es ist für ihn gar nicht so leicht, jetzt zurückzukommen. Sowas kriege ich rein. Auf jeden Fall hört er so sein Herz. Er hört jetzt auf sein Herz. Vielleicht hat er das auch noch nicht immer getan, ja? Vielleicht war das vorher eher so der Ritter der Schwerter, der viel im Kopf war. Er sagt, ich möchte das wirklich von Herzen gerne mit ihr hier in Ordnung bringen. Okay, das zeigt mir auf jeden Fall schon mal, dass da irgendwas ist zwischen euch, ja? Das ist jemand, mit dem läuft es gerade nicht gut. Vielleicht hörst du auch gar nichts von ihm, weil man schaut hier so in die Ferne, drei der Stäbe. Ja, das ist so eine Energie. Stellt euch vor, irgendwie die Sonne geht unter, man ist im Urlaub, ne? Man steht am Meer, guckt so aufs Meer, ist alleine. Und dann denkt man an diese eine Person, weil diese eine Person in dem Moment nicht da ist. Ja? Was will er noch sagen? Okay, auf seiner Seite gibt es
Substanzen, wir nennen sie jetzt einfach mal so, ja, Substanzen, die er vielleicht gerne konsumiert, gerne zu viel konsumiert, vielleicht auch ein Problem damit hat, aka eine Sucht, ja. Es könnte sein, dass das auch ein Grund war, warum ihr Schwierigkeiten hattet, weil zum Beispiel hat er getrunken und ja, im betrunkenen Zustand gab es dann vielleicht irgendwie Stress, Probleme, ja, Wortgefechte, sage ich jetzt mal, oder aber in seiner Welt war das dann einfach ein Problem. Vielleicht hat ihn diese Sucht, dieser Konsum abgelenkt zu der Zeit, als ihr Kontakt hattet. Sowas habe ich hier. Oder aber er hat dir Unrecht getan, auch aufgrund dessen. Übrigens müssen das nicht nur Substanzen sein, das können auch Menschen sein, die ihm einfach nicht gut getan haben, ja. Zum Beispiel hat er eine Mutter gehabt und die hat ihm immer reingeredet, ja. Und er war eher so Team Mama anstatt Team Du. Ja, dann hat er sich auf ihre Seite geschlagen. Oder aber Freunde haben ihm nicht gut getan. Oder der hat sich eher mit seinen Freunden beschäftigt als mit dir. Es gab hier etwas, so eine Ablenkung für ihn. Und er möchte sagen, dass er versucht, das in den Griff zu bekommen. Er arbeitet gerade daran. Vielleicht war das einfach auch ein Thema so zwischen euch. Oder dich hat es an ihm gestört, dass er das so viel konsumiert oder so übertreibt. Irgendwas, es kann auch sein, dass er irgendwie, keine Ahnung, eine Leidenschaft zum Essen hatte oder, ne, ihr wisst schon, Alkohol, Rauchen, andere Dinge, ne, da gibt es ja vieles. Und er möchte sagen, er arbeitet daran, er verbessert das, ja, vielleicht hat er sogar einen Entzug gemacht, je nachdem, was es ist. Du sollst das wissen. Vielleicht stand das auch ein bisschen zwischen euch oder diese Menschen standen zwischen euch und wenn es Menschen sind, dann, ja, wehrt er sich jetzt so gegen die Meinung dieser Menschen? Ja, sowas kriege ich rein. Er hört jetzt mehr auf sich. Wir haben schon wieder das Wasserelement, meine lieben Leute. Ja, das Wasser ist sehr präsent heute. Auch mit den Kelchen, das ist ja eigentlich auch das Wasser. Ich kriege rein, dass er zum Beispiel, wenn wir jetzt hier nochmal auf diesen Konsum kommen, dass er konsumiert hat, weil vieles in seinem Leben ihn erdrückt hat. Anforderungen kriege ich rein von anderen Menschen. Die Arbeit hat ihn ja zu sehr belastet. Ich kriege rein vielleicht auch sowas Psychisches. Psychische Zweifel, psychische Verstimmungen, so Dinge, wo man sich sagt, boah, da bin ich drin untergegangen. Es gab etwas, das hat ihn quasi so wie so eine Welle, wie so eine Flut mitgerissen. Und auch von dir weggerissen. Ja, sowas kriege ich rein. Es gab etwas, so eine Ablenkung. Einen großen Faktor, ob Mensch, Substanz oder was auch immer. Es gab etwas, das war so, ja, vielleicht auch eine Flut an Emotionen, die hat ihn einfach so weggespült. Und du stehst aber noch da. Du musst dir vorstellen, du stehst hier, ja, und er wurde dann hier von dieser Welle weggespült. Und so hat es euch irgendwie getrennt. Er hat das auch gemacht, um sich abzulenken, dieser Konsum zum Beispiel, ja, oder sich mit einer Art von Menschen umgeben, um einfach diese Sachen zu verdrängen, kriege ich rein, ja. Er will oder wollte durch diesen Konsum auch Verantwortung von sich weisen, ja, so nach dem Motto, wenn ich mich dann irgendwie zudröhne oder so, dann vergesse ich vielleicht für den Moment, wo hier eine Verantwortung liegt. Vielleicht hat er generell auch ein Problem damit, ja. Es gibt vielleicht auch tief in ihm Dinge, die er versucht, damit zu übertönen, ja. Wir wissen alle, wie das ist, wenn wir 2, 3 Gläschen Sekt trinken, ne, dann denkt man erstmal vielleicht nicht an die Sorgen, aber das ist ja nur für den Moment. Deswegen kann sowas auch mal schnell zur Sucht werden, kriege ich rein. Auf jeden Fall gibt es viele Themen, auch in ihm von früher, sagt er, die ihn triggern und die vielleicht auch ja, eine Hürde sind zwischen euch. Ebenfalls halt auch Menschen von außen. Er fragt sich, was das ist mit euch. Für ihn ist die Situation nicht klar. Also vielleicht sieht es für dich so aus, ihr habt euch getrennt. Ja, für die Leute, die jetzt hier die keinen Kontakt haben, vielleicht denkst du, ja, ihr habt euch getrennt und das war's. Er denkt nicht so. Für ihn ist das hier irgendwie eher so mit Fragezeichen verbunden. Er sieht die Situation zwischen euch unklar. Ja? Geht da nochmal was? War es das jetzt für immer? Er fragt sich, ja, haben wir überhaupt alles richtig gemacht?
Hinterfragt auch eure Situation, ja. Ich habe ihn wirklich sehr viel hier auf der Ebene der Selbstreflexion. Ich glaube, er ist auch viel alleine und in der Zeit hört er so in sich rein. Er kennt auch viel an sich selbst, ja. Er erkennt vielleicht selbst, dass ihm das hier alles gar nicht gut tut und er mehr auf das hören sollte, was ihm sein Herz sagt, ja. Und so kommt er in diesen Gedanken so mit ihr. Habe ich da überhaupt alles richtig gemacht? War das echt die richtige Entscheidung? Kriege ich rein? Ja. Man hinterfragt. Das ist das Wort. Man hinterfragt. Ja. Er denkt hier an ein Gespräch. Entweder ein Gespräch, was zum Beispiel im letzten Herbst stattgefunden hat zwischen euch. Vielleicht war das so ein Abschlussgespräch. Das hinterfragt er. Ja, ich habe es hier so, es geht um ein vergangenes Gespräch. Er denkt an dieses Gespräch. Vielleicht war das auch so eine WhatsApp-Konversation. Ja, erinner dich mal, die Worte, die ihr vielleicht so zuletzt gewechselt habt, da denkt er viel drüber nach und da ist vielleicht was schiefgelaufen. Er fragt sich, ob er da richtig agiert hat. Er hinterfragt das wirklich und denkt sich, verdammt, na, vielleicht kommt er auch zu diesem Entschluss, das hätte ich anders machen sollen. Irgendwie so zwischen September und Dezember, ja, diese Zeitspanne ist das, da ist was vorgefallen, Worte, die gewechselt wurden, ein Streit, Diskussion und ja, er fühlt sich eigentlich super zu dir hingezogen und deswegen hat er überhaupt die Gedanken, weil wärst du ihm egal, dann wird er jetzt nicht mehr an dich denken, jetzt hier Monate später, ne? Nein, nein. Das ist sowas, das ist ihm sehr, sehr, sehr präsent in den Gedanken geblieben und er hinterfragt da wirklich sein Herz. Er hat heimliche Gedanken an dich. Er beobachtet dich vielleicht auch heimlich. Er weiß, irgendwie hat er das Gefühl, von Verbot. Du bist vielleicht verboten, du bist vielleicht tabu, weil du vergeben bist. Oder er ist vergeben und du bist für ihn tabu. Vielleicht ist er auch irgendwie eine heimliche Affäre hier mit euch. Er hat das Gefühl, du bist tabu. Und guck mal, ich habe hier verboten und geheim. Das Ganze ist. Vielleicht habt ihr Probleme, dass hier eure Verbindung zu leben im Weltlichen, ja, und trotzdem fühlt er sich so sehr zu dir hingezogen, ja. Er beobachtet dich auch. Er gesteht so, ja, den einen oder anderen Fake-Account hat man vielleicht, ne, oder man loggt sich mal beim Kumpel ein und schaut da dann bei gemeinsamen Freunden oder so, kriegt man schon mit, was du machst. Sowas habe ich hier. Also man hat immer noch ein Auge auf dich geworfen. Du bist diesen Menschen nicht egal. Auch wenn das Monate oder Jahre her ist mit euch, er hinterfragt immer noch, in Klammern, ob das die richtige Entscheidung war, die ihr da getroffen habt. Ja, ob das der richtige Ausgang war. Und das ist halt auch dieser Punkt, ja. Haben wir die richtige Entscheidung getroffen? Sollte es wirklich so laufen, wie es gelaufen ist? Deswegen, weil er eben nicht das Gefühl hat, dass es so war, möchte er das hier mit dir wieder in Einklang bringen. Ja? Er will, ich habe das Gefühl, er will so ein klärendes Gespräch. Ja? Er will, wo war es jetzt, Conversation? Hier, Conversation, genau. Er will ein klärendes Gespräch. Er will dir vielleicht Dinge auch erklären oder sich entschuldigen. Sowas habe ich hier. Neuanfang. Ist ein Thema bei ihm. Er denkt ja drüber nach mit den drei der Stäben, ja. Und ein Moment, wo man Dinge wieder ins Gleichgewicht bringt, wo man sich vielleicht verträgt und sagt, okay, komm, wir belassen es dabei, ja. Und ihr gebt euch so die Hand. Ich sehe so zwei Hände, die so sinnbildlich sagen, okay, wir vertragen uns. In dem Moment seid ihr wieder auf einer Höhe. Dann kehrt Gerechtigkeit ein. Und das möchte er. Er möchte dir auch wieder näher sein. Ich glaube, dieser Mensch, kriege ich rein, war früher ein Ritter der Schwerter. Der war sehr im Kopf und der ist jetzt halt ins Herz gekommen, ja? Der hört jetzt in sich hinein und gibt diesen Gefühlen, die er dann hat, auch mehr Aufmerksamkeit. Er versucht sich nicht mehr einfach nur hier irgendwie zu belaufen oder zu, ne, was auch immer. Er versucht sich nicht einfach zuzudröhnen mit irgendwas. Kann auch Musik sein oder Partys oder. Ne, jeder Mensch hat irgendwas anderes, womit er sich ablenkt. Zu viel TV gucken, zocken, irgendwie sowas, ja? Nein, er will nicht weiter erschlagen werden. Er will sich nicht länger so mitreißen lassen. Wisst ihr, was ich habe? Ich krieg rein, dass dieser Mensch lange Zeit auch sein Leben hat einfach so schlüren lassen. Er hat sich einfach so mitziehen lassen, ja? Vielleicht auch von seinen Freunden. Er hat nicht so das Zepter in der Hand gehabt, ja? Der hatte nicht die drei der Stäbe. Das ist Antrieb, Wille, Initiative, ja? Hier so, ah, Butter bei den Fischen, würde meine Oma jetzt sagen. Der hat sich einfach so gehen lassen. Auch gehen lassen, optisch. Guck mal hier, ein Bart.
Er hat sich vielleicht dann nicht mehr rasiert. Er hat sich so auch, vielleicht kanntest du ihn früher mal so voll hübsch und ne, adrett, schick gemacht, Parfum und so. Und dann auf einmal hat das nachgelassen, weil der Mensch vom Leben irgendwie so erschlagen wurde. Sowas habe ich hier. Und er will das nicht mehr. Er sagt, er will das nicht mehr. Er will auch hier mit sich ins Reine kommen. Er will mit dir ins Reine kommen. Ja, er will irgendwie wirklich in jederlei Hinsicht so einen Neuanfang. Und da gehörst auch du dazu. Weil in dieser Zeit, wo er sich so hat gehen lassen, hat er auch dich gehen lassen, sagt er. Er spioniert wirklich so ein bisschen, muss ich sagen. Also sagen mir auf jeden Fall die Karten. Ne? Ihr müsst schauen, ob ihr in Resonanz geht. Dieser Mensch, der weiß mehr über dich, als du denkst. Und er verfolgt dich auch mehr, als du denkst. Du denkst vielleicht wirklich, der hat seit Jahren nicht mehr über dich nachgedacht, so im übertriebenen Sinne, ja? Nee, nee. Würde mich nicht wundern, wenn er jeden zweiten Tag dein Social Media anguckt oder deinen WhatsApp-Status oder whatever. Was möchte er noch sagen? Was möchte er noch sagen in Bezug auf dich? Was möchte er dir noch sagen? Er hat Angst vor Veränderungen. Ja, er hat Angst, auch wenn er einen Neuanfang möchte, vielleicht sogar mit dir. Er hat Angst, was das mit sich bringen würde. Du würdest dein Leben halt verändern, ja? Er kennt vielleicht nur diese Bubble, in der er hier lebt, und vielleicht war es deswegen auch ein Grund, warum ihr euch ja distanziert habt damals oder er dich mit Worten weggedrückt hat oder ihr euch dann halt getrennt habt, weil er auch Angst hat vor Veränderungen, ja? Was würde seine Familie sagen? Wie ist das dann mit dir zusammenzuleben vielleicht? Ja, sowas kriege ich rein. Irgendwie, es entsteht ja wirklich ein ganz neuer Alltag, ein neues Leben, Meinungen anderer. Was sagen die Leute dazu? Vielleicht habt ihr auch wirklich so Leute im Außen, die dagegen sind, seine Familie. Ja, es würde ihn sehr beeinflussen, ja, diese Änderungen mit einem Neuanfang. Er wünscht sich das, wirklich mit null, von null nochmal mit dir anzufangen, ja, und dir wieder nah zu sein. Aber er hat auch Angst, sagt er. Das ist nun mal so. Ja, was soll ich sagen, Leute? Er denkt an dich. Jede Nacht. Jede Nacht. Deine Worte haben mich ganz schön verletzt, sagt er. Ich habe dich aber auch verletzt. Und das ist das Gespräch, was ich vorhin gesagt habe, meine Lieben, ja, es gab ein Gespräch, es gab Worte, die wurden getauscht, sehe ich vor mir, auch bei WhatsApp. Man hat sich sowas an den Kopf geworfen, man war vielleicht nochmal hier so extra bissig, und das sind Worte, die hat er nicht vergessen. Aber er weiß ganz genau, dass er auch dich verletzt hat. Ja, ich denke an dich, jede Nacht denke ich an dich. An dich, an unsere Worte, an das, was wir gesagt haben oder auch nicht. Jetzt fällt hier eine Karte raus. Ja. Und diese Energie ist sehr präsent, ja. Er versucht, jemand Besseres zu werden. Besseres. Ein Mensch ist toll, wie er ist. Aber er sagt das hier selber. Ich versuche, jemand zu werden, dem du vertrauen kannst. Eine vertrauenswürdige Person, ja. Wer ist denn vertrauenswürdig? Jemand, der Verantwortung übernimmt. Jemand, auf den du dich verlassen kannst. Jemand, der nicht lügt, ja. Jemand, der für dich da ist, wenn du ihn brauchst. Er versucht, so jemand zu werden. Und nicht mehr hier diese leblose Person, die sich einfach so mittreiben lässt, komme ich heute nicht, komme ich morgen, komme was wolle. Nein, er will hier, wie gesagt, Antrieb, Wille, Initiative ergreifen. Ich glaube, weißt du was? Er möchte auch unbedingt dieses Substanzenthema. Wirklich für den einen oder anderen ist das hier wichtig. Dieser jemand hat wirklich vielleicht eine Sucht, eine Tendenz zu einer Sucht, und ihn stört das selber, dass das so ist. Ja. Und in dem Moment, weißt du, was schön ist? In dem Moment, wo ein Mensch innen aufräumt, ja, lösen sich ja diese Blockaden, und man muss im Umkehrschluss diese Blockaden weniger ertränken. Ertränken, Leute. Er versucht mit Substanzen Dinge zu ertränken, die ihn belasten. Ganz klare Botschaft. Ich weiß nicht, wer es hören soll. Jemand soll es hören. Er macht das nicht aus Lust und Laune, ja? Er macht das, um Dinge wegzudrängen, zu verdrängen, vielleicht auch Last. Vielleicht hat im Job wird viel von ihm gefordert oder seine Familie fordert viel von ihm. Ja, vielleicht kommt er aus einer, ja, reichen Familie, wo viele Menschen was geschafft haben, und ist der Druck natürlich umso höher. Sowas habe ich hier, wisst ihr? Münzt das um für euch. Was will er denn noch sagen? Was möchtest du mir noch sagen? Was möchtest du dem Mensch sagen, der hier zuschaut? Ja, der Stern.
Er wünscht sich von ganzem Herzen, dass hier bei euch nochmal Transformation passiert. Dass sich die Situation, in der ihr jetzt steckt, noch einmal transformiert. Ja? Er wünscht sich das wirklich von ganzem Herzen, sagt er. Neuanfang, Leute. Tod und Wiedergeburt. Was passiert da? Beim Tod stirbt etwas Altes. Die Vergangenheit ausgelöscht. Wiedergeburt gleich Neuanfang. Kriegt das ganz, ganz stark rein. Er hat dich nie vergessen, egal wie lange das hierher ist. Du warst immer in seinen Gedanken. Eure Gespräche, eure letzten Worte werden immer wieder Revue passiert. Er wünscht sich ganz, ganz stark, noch einmal mit dir nah sein zu können, ja? Deswegen auch diese heimlichen Geschichten hier. Man beobachtet dich heimlich, man hat heimliche Gedanken. Vielleicht fragt man sogar Freunde über dich aus. Wie geht's ihr? Was macht sie, ja? Egal wie dieser Mensch hier agiert, und für viele habe ich letzten Herbst, September bis Dezember ging das vielleicht auseinander mit euch, ja, oder den Herbst davor oder den Herbst davor oder vor 20 Jahren. Er denkt an dich jede Nacht, ja, und du bist ganz tief in seinem Herzen verankert, ganz tief. Ich glaube, jemand hatte natürlich auch einen Teil Schuld, wie es gelaufen ist. Aber zu der Zeit kriege ich rein, ja, als ihr euch begegnet seid, frisch oder wieder, oder vielleicht war es auch eine lange Beziehung, die geendet hat. Zu der Zeit war dieser Mensch überfordert, kriege ich rein. Überfordert. Ich war überfordert. Es hat mich einfach weggespült. Das, was da in meinem Leben war, zu der Zeit mit dir, hatte nichts mit dir zu tun. Das hatte was mit mir zu tun. Was möchte er sagen? Ja, Gefühle. Was ich gerade schon gesagt habe, oft hat er das Gefühl, er kommt alleine nicht in Gang. Ja? Er ist so antriebslos. Ja? Und das kann natürlich auch eine Folge hiervon sein. Man ist antriebslos, man sieht den Sinn nicht, man kommt nicht so richtig hoch. Man ist so demotiviert, auch weil du fehlst. Man denkt sich, ach Mann, ne? Man lässt sich mitreißen. Ich glaube, das ist ein großes Laster von ihm. Und das möchte er hier ganz, ganz deutlich sagen, ja. Das hat nichts mit dir zu tun. Wenn man zum Beispiel, oder ihr habt geschrieben bei WhatsApp und der Mensch war so, weiß ich nicht, so lustlos, hast du das Gefühl gehabt. Da hat er gar keinen Bock auf mich. Du, der hatte gar keinen Bock auf irgendwas, ja. Und das ist... Wir nehmen es oft persönlich, weil wir es dann sind in dem Moment, ja? Ja, hier, frozen, eingefroren. Eingefroren, die Welt stand still, die Welt steht still. Wir nehmen das oft persönlich dann von unserem Gegenüber, aber was ist, wenn das Gegenüber wirklich allem und jedem so begegnet? Frozen, ich krieg rein, ganz viele Erinnerungen von euch sind in seinem Kopf hängen geblieben. Eingefroren, wie eingefroren. Der Duft an dich wurde niemals vergessen. Der ist immer noch präsent. Bilder, Gespräche. Ich sehe so Momente, die waren ganz entscheidend. Ganz, ganz entscheidend. Dinge, wo du ihm in die Augen geschaut hast. Es gibt so einzelne Fragmente, Erinnerungsfragmente, die lassen ihn nicht los. Ja. Ich verheimliche dir meine wahren Gefühle. Heimlich. Heimliche Gedanken. Heimliche Gefühle. Dieser Mensch hat dir, glaube ich, noch nie wirklich gesagt, was er wirklich für dich fühlt. Dieser Mensch hat das alles heimlich hier nur für sich ausgemacht. Heimlich denkt dieser Mensch auch heute noch an dich. Das hatte ich eben schon drin. Ihr seid verbunden, sagt er. Er spürt dich ganz, ganz stark. Vielleicht denkst du viel an ihn in letzter Zeit. Er merkt das. Es kommt bei ihm an, sagt er. Und abschließend, Leute, da sind wir jetzt genau wieder am Anfang dieser Legung. Der Kreis schließt sich jetzt, ja. Er versucht, den Mut aufzubringen und die Überzeugung und, was ich schon dreimal gesagt habe, den Antrieb, den Wille und die Initiative, um dich zu kontaktieren. Um eventuell dadurch mit dir in einen Neuanfang zu gehen. Meine Lieben, es ist eine ganz, ganz klare Botschaft hier für mich, ja. Und ich wünsche dieser Person, dass sie das schafft. Es ist nur die Kraft, die fehlt. Kraft und das Lösen von gewissen Dingen, Süchten und Menschen.
Das ist die größte Blockade dieser Person. Das hat nichts mit dir zu tun. Gar nichts. Du liegst ganz, ganz fest in seinem Herzen als ein Wunsch. Den Wunsch, nochmal neu mit dir anfangen zu können. Denn als ihr euren letzten Turn hattet, eure letzte Round, ja, war dieser Mensch nicht auf der Höhe. Im Gegenteil. Ja, wirklich sinnbildlich. Das Einzige, was von ihm wirklich da war, waren hier so zwei Hände. Anteilig, sagen wir es mal so. 20% von ihm waren da. Die restlichen 80% Abstinenz. Er hat das alles erkannt als König der Kelche. Oder er, nicht alles, aber er erkennt das immer mehr. Deswegen ja auch, ja. Anfangs geht es einem vielleicht gut, wenn man sagt, okay, das war's jetzt mit uns. Aber dann kommst du in diese ganzen Erkenntnisse, Prozesse, Monate vergehen, ja. Du reflektierst und dann auf einmal merkst du, wie wichtig dir dieser Mensch war. Und genau das hat er gerade. Genau das. Du glaubst gar nicht, wie sehr du ihm fehlst und wie stark der Wunsch ist, mit dir wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Versöhnung, ja, Vergebung, Tod und Transformation. Er würde am liebsten wirklich sinnbildlich, wenn wir hier ein Buch haben, ja, so, gib die Hoffnung nicht auf, so die Seite nehmen, ja, das hier ist eure Vergangenheit und dann würde er gerne die Seite nehmen und es ist aussichtslos. Nein, nein, das ignorieren wir jetzt hier mal, ja. Das hier möchte er, Tod und Wiedergeburt, umdrehen, die Seite. Ach, Kinder, er wünscht es sich ganz, ganz stark. Ganz, ganz stark. Und ich ziehe jetzt abschließend noch eine Karte auf eure Verbindung. Was ist das hier für eine Verbindung? Welche Energie liegt auf diesen beiden Menschen hier? Du und er. Er und du. Welche Energie? Wow. Hast die gesprungen? Habt ihr das gesehen? Jetzt passt auf. Twin Flames, Zwillingsseelen. Eure Leidenschaft ist entflammt. Ihr spürt das Band. Selbst er, der vielleicht gar nicht so, ja, spirituell ist, spürt das hier. Du machst was mit ihm. Du hast ihn schon so oft getriggert. Du hast ihn angestoßen, sagen die Karten, dass er überhaupt mal von seinem weltlichen Kopfdenken, von seinem Verstand hier mal in sein Herz kommt, ja. Und ich habe ein ganz, ganz starkes Wasserelement heute in dieser Legung. Krebs, Skorpion, Fische, aber auch Widder, Löwe, Schütze mit den Stäben. Das ist jemand, der ist durch dich wirklich mal so ein bisschen in sein Herz gerutscht, wie mit so einem Fahrstuhl, ist eine Etage tiefer gefahren, ja. Und kommt hier jetzt gerade in einer Welt an, die ihm so gar nicht bekannt ist. Und du bist der Auslöser gewesen, ja. Du triggerst ihn und das ist wunderschön. Das ist der Auftrag von einer Twin Flame. Dem anderen zu zeigen und ihn dahin zu treiben, sein bestes Selbst zu werden. Ja? Vielleicht hast du ihn sogar dazu gebracht, hier aus diesem Sumpf rauszukommen, ja? Diesen Wille wiederzufinden, vielleicht sogar hier diese Substanzen zu bekämpfen, einen Entzug zu machen. Vielleicht hast du es geschafft, diese toxischen Menschen, ja, wirklich mal zu erkennen und sich, dass er sich sagt, was mache ich hier eigentlich? Warum lebe ich die ganze Zeit nach der Meinung dieser Menschen? Warum höre ich nicht mal auf mein Herz und mache das, was ich liebe und liebe denjenigen, den ich liebe? Und das bist du. Wunderschön. Meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch eine Freude machen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn das eure Legung war. Ihr wisst immer, ich sage, claim it. Ja? Sagt dem Universum, ja, ist meine Legung, das ist meine Energie. Und ansonsten, ich würde mich von ganzem Herzen freuen, wenn das heute euer Stil war, wenn ihr mir ein Abo schenkt, ja, dann seid ihr im Team Sunshine, dann sehen wir uns morgen auch wieder, dann bin ich wieder in eurer Abo-Box, ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr auf dem Handy immer so eine Nachricht von wegen, Sunny hat ein neues Video, eine neue Legung hochgeladen und ja, ich hab euch lieb, ja, habt Vertrauen, Leute, ich spüre das, habt Vertrauen, hier ist gerade ganz, ganz viel in der Mache beim Gegenüber, ganz viel. Ach, Leute, ist eine schöne Energie, wirklich. Ist eine schöne, süße Energie. Du wirst beobachtet, ja. Du hast einen heimlichen Verehrer. Ich hab euch lieb, Leute. Fühlt euch gedrückt und bis morgen. Ciao, ciao. Und niemals vergessen, always smile and shine.